Und das machen wir gemeinsam mit den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter sind die Experten, die das Wissen haben, die beim Kunden sind. Und die Meinung von den Mitarbeitern ist uns da auch sehr wichtig. Hallo, schön, dass du da bist und ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst beim Podcast Pflegeambulant, leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder deine Gastgeberin Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Herzlich willkommen zur Folge 43. Wie schon angekündigt, hörst du heute mein Gespräch mit Nathalie Müller. Nathalie Müller ist Geschäftsführerin der Ökumenischen Sozialstation St. Franziskus in Herbolzheim. Herbolzheim liegt in Baden-Württemberg und gehört zum Regierungsbezirk Freiburg, nur so für deine geografische Vorstellung. Nathalie Müller und ich, wir kennen uns schon gut 2 Jahre. Und mich fasziniert, dass erstens dieses Pflegeunternehmen allen anderen, gefühlt zumindest, immer schon mindestens 3 Schritte voraus ist. Nathalie Müller für jede Online-Idee, für die ich sie anfrage, offen ist. Und Personalmangel, bei denen ein Fremdwort ist. Mitte Oktober 2017 war ich wieder zum Workshop vor Ort, weil es für die Mitarbeitenden um das Thema Praxistag, Beratungsgespräch ging. Der Grundgedanke dieser Veranstaltung ist, die permanenten Veränderungen der Lebenssituationen von Pflegekunden kontinuierlich, geplant und ganzheitlich zu begleiten. Auch dies ist schon gelebte Wirklichkeit in Herbolzheim, wie du in unserem Gespräch noch hören wirst. Und deshalb habe ich mich richtig dolle gefreut, dass Nathalie Müller und ich 30 Minuten vor Beginn unseres Workshops schnell noch ein Interview aufgezeichnet haben. Heute also PA 43 mit der Überschrift Personalmangel ist in unserem Pflegedienst ein Fremdwort. Ja, und die Subline lautet Füreinander und Miteinander in der Familie, dem Betrieb und der Gesellschaft. Das treibt mich an. Genau das war ein Satz von Nathalie Müller. Du wirst heute hören, erstens, welchen Weg sie gegangen ist von einer Lehre im sozialen Bereich über das internationale Projektmanagement in der Logistikbranche, 3 Kindern und dann zur Geschäftsführerin. Zweitens, welche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, damit die Mitarbeitenden gerne in der Ökumenischen Sozialstation St. Franziskus arbeiten. Drittens hörst du über MOTS-Meetings und Zukunftswerkstätten und da geht es darum, wie alle auf freiwilliger Basis an der Entwicklung des Unternehmens teilhaben können und auch teilnehmen. Viertens, welches Beratungsverständnis gelebt wird. Und fünftens, wie durch die Aktionstage im Europapark Rust das positive Image des Pflegeunternehmens gestärkt wird und gleichzeitig Mehrwert für die Pflegekunden entsteht. Also, los geht's, mach es dir jetzt bequem und genieße die Impulseeinheit für deine Ohren. Ja, ich freue mich jetzt, dass wir beide hier sitzen, Nathalie Müller. Wir steigen auch direkt ein in unser Interview, weil um 9 Uhr beginnt unsere gemeinsame Veranstaltung und jetzt haben wir 8:30. Frau Müller, erzählen Sie doch mal ein bisschen etwas über sich. Wie war denn Ihr Weg zur Geschäftsführerin? Ja, ich habe 3 kleine Kinder noch und habe eine Lehre anfangs gemacht, auch bei einem kirchlichen Träger im sozialen Bereich und habe mich dann entschieden, BWL zu studieren und bin nach dem Studium ins Schwäbische gegangen und habe dort 10 Jahre gelebt, war dort als Projektmanager für internationale Projekte in der Logistik zuständig und dann kamen nach und nach die Kinder. Ich war in Elternzeit und während der Elternzeit von meinem jüngsten Kind habe ich dann die Chance ergriffen, mich auf eine ausgeschriebene Stelle
für eine Geschäftsführung der Sozialstation zu bewerben, weil ich es einfach spannend fand, wieder im sozialen Bereich tätig zu sein und weil sich für mich somit irgendwo ein Kreis geschlossen hat. Mhm. Ich finde das ja total spannend und ich habe mich sehr gefreut auf unser Interview, weil wie Sie das alles unter einen Hut bekommen und dann noch mit diesen so positiven Ergebnissen. Ich weiß ja, wir telefonieren so zweimal im Jahr miteinander und jedes Mal erzählen Sie mir, naja, so ein wirkliches Personalproblem habe ich nicht. Es kommt auch sogar vor, dass wir Bewerber ablehnen müssen. Wie schaffen Sie das? Das ist richtig und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das schaffen. Wir haben da einfach verschiedene Punkte. Der Grundtenor ist, dass die Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz wohlfühlen und dass es ihnen gut geht. Und wir erreichen das durch viele Dinge, die vielleicht auch Kleinigkeiten darstellen, aber von den Mitarbeitern wirklich auch sehr wertgeschätzt werden. So gibt es bei uns täglich einen frischen Obstkorb, es gibt kostenloses Mineralwasser, Getränke, Kaffee. Das sind so die Kleinigkeiten. Wir sorgen uns auch um die Gesundheit. Wir sind Partner von Hansefit, dass die Mitarbeiter in die Fitnessstudios und Schwimmbäder gehen können. Wir richten uns auch, soweit es uns möglich ist, nach den Wünschen im Dienstplan. Das ist auch für viele auch sehr wichtig. Wir haben viele Elterntouren eingerichtet für diejenigen, die noch schulpflichtige Kinder haben. Mhm. Was heißt Elterntour genau? Elterntour bedeutet, dass die Tour an sich erst um 8:30 oder 9 startet und spätestens um 12:30, 13 Uhr zu Ende ist. Mhm. Das ist, kommt aber ganz auf die persönlichen Bedingungen an, die dann eben der Mitarbeiter hat. Und wir stellen Arbeitskleidung für die Mitarbeiter und versuchen einfach so weit wie möglich Annehmlichkeiten zu schaffen. Auch jetzt in der dunklen Jahreszeit teilen wir Taschenlampen aus, Alarme. Nachdem bei uns ja diese beiden Mordfälle letztes Jahr waren, hatten die Mitarbeiterinnen Angst. Ja. Da haben wir so diese Taschenalarme ausgegeben, Reflektorbänder. Also alles, dass man sich einfach am Arbeitsplatz wohler fühlen kann und dass man seine Arbeit besser erledigen kann. Jetzt haben Sie von ganz vielen Hygienefaktoren gesprochen, also ja. Rahmenbedingungen, was ja auch wunderbar ist, weil das zeigt ja, Sie sorgen dafür, dass von den Rahmenbedingungen her gutes Arbeiten möglich ist. Was gibt es denn noch, dass die Menschen sagen, ich arbeite hier gerne? Wir legen Wert darauf, dass die Mitarbeiter sich an der Unternehmensentwicklung aktiv beteiligen. Ach. Das heißt, wir machen regelmäßig mit den Mitarbeitern Sitzungen, Reviews, Marktplätze, an denen die Mitarbeiter dann ihre Wünsche und auch das, was sie vielleicht gerade im Moment nicht so toll finden, einfach auch sagen können, wo die Mitarbeiter wissen, das wird bearbeitet und sofern es uns möglich ist, sind wir auch bemüht, es dann entsprechend zu ändern. Und wir haben jetzt zurzeit wieder eine Zukunftswerkstatt laufen, immer mit verschiedenen Themen, die werden vorher ausgehängt und der Mitarbeiter, der meint, jawohl, das ist ein Thema, das interessiert mich, da will ich mitmachen, der trägt sich da ein und der ist dann auch dabei. Aha, erzählen Sie mal, das ist ja spannend. Zukunftswerkstatt, was ist denn das? Ja, wir überlegen, wie wir uns in den nächsten 5 Jahren weiterentwickeln wollen, wo wir sein wollen, was wir sein wollen, was wir für die Kunden, für uns als Mitarbeiter darstellen wollen und wo es vielleicht einen Weg gibt, den wir noch nicht gegangen sind, der zu uns passen könnte. Und das machen wir gemeinsam mit den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter sind die Experten, die das Wissen haben, die beim Kunden sind. Und die Meinung von den Mitarbeitern ist uns da auch sehr wichtig. Und das bedeutet, wenn Sie so ein Thema aushängen und sich die Mitarbeiter da eintragen, dann treffen Sie sich? Genau, dann treffen wir uns zu festgelegten Terminen. Dann werden erstmal machen wir da so ein wildes Brainstorming. Jeder wirft einfach ein, was ihm einfällt zu diesem Thema. Und dann sortieren wir das, aber auch immer mit den Mitarbeitern. Dann sagen wir, okay, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, 50 Punkte. Jetzt müssen wir die irgendwie ein bisschen zusammenfassen und auch priorisieren. Und das funktioniert ganz gut und dann arbeiten wir die Liste immer von oben nach unten ab und sagen, okay, jetzt haben wir hier die 2 wichtigsten Themen, die wir als wichtigstes empfunden haben. Mhm. Wer möchte denn da näher mitarbeiten? Mhm. Und so arbeiten wir uns die Liste runter und da kriegen wir einfach immer ganz gute Ergebnisse und Inputs. Manche Dinge verlaufen sich dann auch im Sande, weil man dann merkt, okay, nee, das war jetzt nicht der richtige Weg. Aber sehr oft kommen da sehr, sehr wertvolle Ideen einfach auch aufs Tablett. Und sind Sie als Geschäftsführerin immer dabei? Ich versuche immer dabei zu sein, ja. Mhm.
Wie ist das denn, diese Ideen, die Sie in diesen Zukunftswerkstätten dann erarbeiten, haben Sie die schon vorgedacht? Oder ist es wirklich so, wie Sie es gerade gesagt haben, wir beteiligen unsere Mitarbeitenden an der Unternehmensentwicklung, an der Unternehmensentwicklung, so dass auch die Ideen, ganz neue Ideen aus ihren Teams kommen? Also nochmal sortiert die Frage. Denken Sie das schon vor? Also alles das so, was Sie verändern wollen, oder holen Sie wirklich so neue Ideen aus Ihren Teams? Beides ist der Fall. Also beides ist der Fall. Wir haben teilweise Themen, da sagen wir, geben wir den Themenbereich vor und sagen zum Beispiel, was würdet ihr denn davon halten? Wir denken eine Tagespflege an. Zukunftswerkstatt Tagespflege, wer Interesse hat, da seine Ideen beizusteuern, der kommt. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben aber auch ganz offene Runden, wo wir einfach sagen, wo sieht sich die Sozialstation in 5 Jahren? Und dann sind wir offen für Ideen. Wobei wir festgestellt haben, dass so eingegrenzte Themenbereiche produktiver sind letztendlich. Ja? Dass die Mitarbeiter schon in eine gewisse Richtung wissen, da geht's jetzt drum, aber sie sind völlig offen in ihren Ideen. Also da weiter denken wir nicht. Also wir geben quasi manchmal die Themen vor, aber wir haben es eben auch schon mit ganz offenen Themenrunden gemacht. Und ich habe noch 2 Fragen. Wie wird das angenommen? Also wie hoch ist die Beteiligung? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn Sie da Brainstorming machen, Ideen entwickeln, wie führen Sie die Informationen dann wieder zurück, wenn sich so ein Thema weiter bearbeitet? Aber zuerst mal die erste Frage, wie wird denn das angenommen? Wie hoch ist die Beteiligung? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Das kommt wirklich aufs Thema drauf an. Okay. Es gibt Themen, da merkt man, da brennen alle Mitarbeiter mehr oder weniger dafür. Da sind die Listen voll. Da haben wir auch teilweise schon die Gruppen getrennt, dass wir gesagt haben, das wird einfach zu viel. Zum Beispiel? Macht keinen Sinn. Zum Beispiel das Thema Tagespflege war ein Thema. Ja. Da gibt es ganz viele Inputs und ganz viele Mitarbeiter, die mitmachen wollen, was ich auch ganz toll finde. Und dann trennen wir das, weil wir sagen, mehr wie 10 Mitarbeiter in einer Runde, das macht wenig Sinn, weil es muss einfach auch ein gewisser kleiner Rahmen sein, dass man auf die einzelnen Dinge auch eingehen kann. Und dann gibt es andere Themen, jetzt aktuell, ich wüsste jetzt aktuell gerade gar nicht, Weiterentwicklung der Betreuungsdienste ging. Das hat dann wirklich hauptsächlich die Mitarbeiter aus der Betreuung interessiert, aber die anderen Bereiche der Mitarbeiter jetzt nicht so sehr, was einfach auch am Tätigkeitsumfeld liegt. Und wie rechnen, also das ist schon wieder eine neue Frage, aber ich komme auf die andere wieder zurück. Wie rechnen Sie das? Sind das Orga-Zeiten? Wie schlägt das bei Ihnen auch in der Arbeitszeit dann zu Buche? Gut, die Arbeitszeit ist für die Mitarbeiter ganz normale Arbeitszeit und für uns ist es QM-Zeit, ja, die wir einfach investieren, weil wir sagen, das ist uns einfach wichtig. Wow. Ja, und jetzt haben Sie in diesen Zukunftswerkstätten Ideen entwickelt. Es entstehen da wahrscheinlich kleine Projekte daraus. Und wie kommunizieren Sie denn jetzt wieder zurück, wie sich so ein Projekt entwickelt hat, ob es jetzt nun weitergegangen ist oder ob es eben auch eingeschlafen ist? Also wir kommunizieren hauptsächlich in den Dienst- und Mitarbeiterbesprechungen, dann eben die Ergebnisse und natürlich innerhalb der Gruppen wird auch gegenseitig präsentiert. Ah. Was ganz schön war, das hat uns wirklich gut gefallen, dieses Jahr hatten wir eine Mitarbeiterversammlung, eine große, wo dann alle Mitarbeiter eingeladen wurden, das machen wir einmal im Jahr. Und da hatten wir den verschiedenen Gruppen, also der Pflege, dem Mahlzeitenbringdienst, dem Hausnotruf, der Verwaltung und so weiter, die Aufgabe gegeben, jeder Bereich soll sich seinen Kollegen vorstellen. Und zwar auf eine Art und Weise, wie er das gerne möchte. Die sollen sich Gruppen bilden. Wir haben uns dann auch gar nicht mehr eingemischt. Das hat super geklappt und das war einer der besten Tage, die wir hatten. Das war wirklich ganz, ganz toll. Also da haben welche ein Theaterstück eingeprobt. Manche haben einen Chor gebildet und haben darüber gesungen, was sie machen. Ja. Andere haben eine PowerPoint gemacht. Ja. Also es war wirklich ein richtig bunter Nachmittag und der war richtig toll. Und wir wollten einfach damit erreichen, weil wir sehr viele neue Mitarbeiter eingestellt haben, dass sich einfach die Bereiche wieder mehr kennenlernen, dass jeder weiß, was macht der andere denn eigentlich und dass dieser Zusammenhalt und das Zusammenwachsen einfach nicht verloren geht. Ja. Geben Sie uns noch mal ein paar Eckdaten. Wie viele Mitarbeitende haben Sie denn? Wie viele Kunden?
Wir haben also mit der Betreuungsgruppe, die aus ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, haben wir 90 Mitarbeiter, ohne die ehrenamtlichen 70 Mitarbeiter, die meisten in Teilzeit beschäftigt, wie das beim Pflegedienst so üblich ist. Und wir haben um die 600 Kunden. Wahnsinn. Und Sie selbst, das haben Sie ja ganz am Anfang erzählt, haben drei Kinder, arbeiten auch Teilzeit. Genau. Und organisieren, also nicht nur Ihr Familienunternehmen, sondern auch Ihr Pflegeunternehmen. Wie schaffen Sie das? Wie schaffen Sie das, dass Sie so strategisch denken, planen, Mitarbeitende beteiligen, selbst so gelassen bleiben? Also ich bin schon immer ein organisierter, strategischer Mensch gewesen und es macht mir einfach Freude. Also ich empfinde es selten als Belastung. Es gibt natürlich auch Zeiten, wie bei jedem anderen auch, wo man denkt, meine Güte, was ist denn jetzt los? Aber im Großen und Ganzen empfinde ich es als Bereicherung. Wenn ich die Zeit mit meinen Kindern habe, dann versuche ich auch wirklich die Arbeit außen vor zu lassen. Dann bin ich bei meinen Kindern. Das ist eine Zeit, in der ich mich gut erholen kann. Und während der Arbeitszeit bin ich eben auch voll mit den Gedanken bei der Arbeit und nicht bei den Kindern. Und das funktioniert ganz gut. Und vom Typ her würde ich einfach sagen, liegt mir einfach daran, dass ich in einem harmonischen Umfeld, dass man ein Füreinander und ein Miteinander hat und das sowohl in der Familie wie auch eben im Betrieb und letztendlich dann auch in der Gesellschaft. Das ist das, was mich antreibt und was ich versuche umzusetzen. Ich finde das faszinierend, dass so dieser Wille, das ist ja ein Wertsystem, so dieser Wille nach dem harmonischen Miteinander, aber auch dem der Gesellschaft etwas zu geben, mehr Wert für die Gesellschaft zu bringen und gleichzeitig auch auf die Wirtschaftlichkeit zu achten. Das ist ja auch etwas, was Sie bei sich vereinen. Und der Gesellschaft etwas geben, erzählen Sie doch einfach nochmal über Ihre Aktionstage, weil das finde ich nämlich auch so spannend. Wir machen seit 3 Jahren, veranstalten wir unsere Benefizaktionstage gemeinsam mit dem Europapark. Der Europapark stellt uns die Räumlichkeiten und die ganze Technik, die man benötigt. Und wir überlegen uns da jedes Jahr an 3 Tagen im Jahr ein tolles Programm. Dieses Jahr haben wir am ersten Tag, der klassischerweise immer unser Vortragsabend ist, haben wir das Thema Ayurveda, fit bis ins hohe Alter und das Thema chinesische Medizin. Da haben wir zwei ganz tolle Referenten gewinnen können, die Frau Müller und die Frau Dr. Ghani. Und dann machen die Referenten ihren Vortrag und die, die Besucher haben dann im Anschluss die Gelegenheit, mit den Referenten gemeinsam noch zu diskutieren, über die Themen Fragen zu stellen. Die Referenten sind dann in so verschiedenen Bereichen der Räumlichkeiten dann nach dem Vortrag. Da können die Leute hingehen und miteinander noch diskutieren. Und wen laden Sie da ein? Jeder, der kommen möchte. Das ist eine kostenlose Veranstaltung, wobei man sich trotzdem eine Karte holen muss bei den Vorverkaufsstellen, einfach weil wir von der Kapazität her der Räumlichkeiten einfach eine gewisse Begrenzung haben. Aber es ist Europapark Rust, ne? Ja, ja, genau, genau. Aber wir sind ja nicht im Park, sondern in den Hotels und haben dort eine Räumlichkeit und da sind wir. Das sind wir letztlich ein bisschen begrenzt, aber also die erste Veranstaltung ist kostenfrei und jeder, der kommen möchte, kann da kommen und unsere Abende sind wirklich immer sehr gut besucht. Am zweiten Abend haben wir dieses Jahr ein Konzert mit Hutch Hensler. Das ist eine Gruppe, die hier in der Gegend sehr beliebt und bekannt ist. Da geht so in die Richtung Rock, Pop. Okay. Und da haben wir auch schon recht viele Karten verkauft und das Sahnestückchen, sage ich jetzt mal, am Samstag, das ist das Kabarett mit der Frau Bulacek, die kennen bestimmt einige schon, ich weiß nicht, ob Sie sie schon gesehen haben. Erzählen Sie mal. Die Frau Bulacek macht Kabarett über das Thema Pflege. Ah, ja, ja, aber, ja, ja, ja. Aber wirklich, wirklich richtig schön und ohne, ich finde, das ist auch eine Kunst, ohne das irgendwie abzuwerten, sondern wirklich sehr wertschätzend, aber auch sehr, sehr lustig. Und da waren wir letztes Jahr schon komplett ausverkauft und dieses Jahr, denke ich, werden wir es auch wieder sein. Also ich kenne jetzt nicht den aktuellen Kartenverkaufsstand, aber das hat sich einfach auch in den bei den Pflegekräften rumgesprochen, nicht nur bei unseren, auch von benachbarten Sozialstationen, wo die Pflegekräfte dann alle nach Rust pendeln, um die Frau Bulacek zu sehen.
und an Ihrer Aktionsveranstaltung teilzunehmen. Genau, genau. Das heißt, Sie haben natürlich auch damit eine Wirkung nach außen als... So ist es. Das war auch der Grund, warum wir, mit ein Grund, warum wir das gemacht haben. Wir hatten einmal das Thema im ersten Jahr, dass wir ein Projekt hatten, das wir gerne finanziert hätten. Und da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir da ein Stück weit auch Spendengelder generieren? Da kam dann, da wir da sowieso im Gespräch mit dem Europapark waren, kam eben diese Idee auf. Und seitdem machen wir das einfach ganz gerne. Und das, was wir dort einnehmen, das fließt immer irgendwelchen Projekten zu, die wir dann damit finanzieren und wo wir uns versprechen, dass es für unsere Kunden einen Mehrwert bringt. Toll. Also ich bin beeindruckt. Beeindruckt auch. Wir haben ja schon vor 2, 2,5 Jahren mit dem Thema Beratung begonnen, uns darüber zu unterhalten. Bevor jetzt PSG 2 oder PSG 3 in Kraft getreten ist, haben Sie ja Ihr Beratungsteam schon gehabt. Mhm. Immer mit der Nase ein Stück voraus. Hier habe ich so den Eindruck bei Ihnen im Pflegeunternehmen. Was bedeutet Beratung für Sie? Also uns ist es ganz wichtig, dass wir den Kontakt zu den Kunden haben. Und wir versuchen, jeden Kunden mindestens einmal, besser zweimal im Jahr wirklich zu besuchen. Und zwar unabhängig von den gesetzlich vorgeschriebenen Besuchen. Einfach ein Besuch, wo ein Berater hinkommt, sich die Zeit nimmt, eine Stunde, manchmal dauert es auch zwei, und einfach mit den Kunden und möglichst auch mit den Angehörigen sprechen kann, fragen kann, wie es den Kunden geht, was sich vielleicht verändert hat, was man einfach im Pflegealltag nicht so mitnehmen kann, weil man doch immer ein bisschen im Zeitdruck ist. Und da kann man das einfach alles in Ruhe besprechen. Man kann auch sagen, was gibt's bei uns Neues? Mhm. Wie könnten wir Ihnen das Leben vielleicht noch angenehmer gestalten? Das kommt bei den Kunden sehr gut an. Mhm. Und das hat sich auch rumgesprochen bei den Kunden schon, dass wir kommen in die Haushalte. Und ich bin davon überzeugt, dass nicht wenige Entscheidungen, uns als Pflegedienst einzusetzen, auch darauf beruhen, dass man sagt, naja, da wird sich gekümmert, genau. Da kommen die Menschen. Da wird sich gekümmert, ja. Viele, die uns zuhören, werden wahrscheinlich jetzt irritiert fragen, ja, und wie refinanziert die das, wenn das so 2 Stunden auch mal dauern kann? Also da muss man auch ehrlich sein, eine wirkliche Refinanzierung in der Form für dieses Gespräch gibt es im Moment nicht. Auf der anderen Seite sehe ich das so, dass wenn wir dadurch Neukunden gewinnen können und wenn wir dadurch mehr Leistungen beim Kunden verkaufen können, wenn man das jetzt mal auf die monetäre Sicht einfach umstellt, wenn wir dadurch erreichen, dass die Kundenbindung lang und vielleicht dauerhaft erhalten bleibt, dann hat sowohl der Kunde gewonnen als auch wir und dann refinanziert sich das vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Mm. Herzlichen Dank, Nathalie Müller. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ganz viele Ideen und ich wünsche mir, dass viele Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen so eine kluge, strategische, fürsorgliche und gleichzeitig ja auch wirtschaftliche Sicht auf Ihr Unternehmen haben. Ich habe den Eindruck, Sie arbeiten sehr ganzheitlich. Pflegekunden, Mitarbeitende, Zukunft, alles im Blick. Danke für das Gespräch. Sehr gerne, danke auch. Zum Schluss noch einige Infos, die nicht aufs Band gekommen sind, von denen ich aber auch finde, dass sie ganz, ganz wertvoll sind. Wenn Nathalie Müller von Wir redet im Interview, dann meint sie in erster Linie die Pflegedienstleitung und die Mitarbeitenden. Ja, auch den Vorstand, der gehört auch dazu natürlich, den hat sie aber zuletzt genannt und ich finde, das macht auch ganz schön deutlich, welche Grundhaltung Nathalie Müller als Geschäftsführerin lebt. Sie sagt auch, der Mitarbeiter ist ja nicht nur Mitarbeiter, sondern ein Mensch in seinem Umfeld und hier wird aus meiner Sicht das Ganzheitliche ganz schön deutlich. Sie hat noch erzählt, dass die meisten Mitarbeitenden durch Mund-zu-Mund-Propaganda kommen. Es gibt keine Anreize, wie zum Beispiel, empfiehl mir jemanden und dann bekommst du x Euro. Sie sagt, Pflegekräfte kennen Pflegekräfte und die erzählen sich untereinander, wo es gut geht und wo es gut ist. Und ich finde, das ist so simpel und so einfach und so wirkungsvoll. Klar erzählt man sich untereinander, wo Arbeiten Freude macht und auch Sinn macht.
Nathalie Müller hat von einem Beispiel erzählt, dass ein junger Mann, der hatte seine Ausbildung abgebrochen und arbeitet nun in der Sozialstation St. Franziskus als Assistenzkraft. Er hat keinen Führerschein. Und dann haben sie miteinander besprochen, dass er den Führerschein bezahlt bekommt und er macht jetzt die Ausbildung. Und das, was Nathalie Müller danach gesagt hat, war, ja, weil wir daran glauben, dass er das schafft. Also dieser Vertrauensvorschuss, dieser Grundgedanke, wir trauen dir das zu, das finde ich so wunderbar. Und ganz besonders wichtig ist Nathalie Müller, dass sie schon im Bewerbungsgespräch darauf achten, dass der Bewerber, die Bewerberin in die Gemeinschaft des Teams und der Kunden passt. Das ist ihr deshalb sehr wichtig, sagt sie, weil nur, wenn die Gemeinschaft im Team passt, können die Mitarbeiter die Zufriedenheit in die Haushalte der Kunden mitnehmen. Was für ein wunderbarer, vorausschauender Gedanke. Und dann gibt es Mods-Meetings, hat Nathalie Müller erzählt. Mods-Meetings. Eigentlich heißen die Reflexionsmeetings. Und was passiert da? Die Mitarbeiter sammeln unter sich, was sie gerade stört oder was gerade nicht gut läuft. Alles das sammeln sie auf PIN-Karten. Geschäftsführung und Pflegedienstleiterin sind während der Zeit nicht im Raum. Und wenn die Sammlung fertig ist, werden die Themen nach Bereichen zusammengestellt und darüber geredet. Nämlich, darüber reden heißt, was lässt sich verändern, wer wird sich drum kümmern und es wird auch gesagt, was sich nicht verändern lässt und dazu werden dann auch die Gründe genannt. Ja, das wollte ich dir auch noch gerne erzählen und wie immer findest du den Text zum Lesen und die Links auf meiner Webseite www.chc-team.com/pa43. Wenn du Fragen an Nathalie Müller hast, dann schreib mir eine Mail oder stell sie auf der Webseite im Kommentarfeld zu dieser Episode. Dann kann ich dir auch gleich von einer Idee erzählen, mit der ich für nächstes Jahr gerade schwanger gehe. Und zwar plane ich mindestens einmal im Monat ein Webinar durchzuführen. Wenn du noch nicht weißt, was ein Webinar ist, das ist so ähnlich wie YouTube-Clips gucken. Das ist nur in einem geschlossenen Raum und du musst dich anmelden, wenn du dabei sein willst. Thematisch geht es zum einen darum, Fragen an meine Interviewpartner oder Partnerinnen stellen zu können und zum anderen um die Themen, die gerade im Podcast aktuell sind. Also als erstes wird es wohl um die Dienst- und Teambesprechungen gehen. Also schreib mir doch mal, was du von dieser Idee hältst. Noch eine Info. Du hast wahrscheinlich jetzt schon von meiner Wertvoll-Postkarten-Aktion mitbekommen und passend zu dieser Aktion, aber auch passend zur Adventszeit, habe ich ein kleines E-Book zum Thema Wertschätzung zusammengestellt. Wenn du dich in die VIP-Liste einträgst, um regelmäßig meine Impulse-Mails zu bekommen, dann erhältst du das E-Book als Download. Wenn du meine Impulse-Mails schon bekommst und auch meine Impulse-Mails öffnest und liest, dann hast du das E-Book schon in der letzten Impulse-Mail runterladen können und du kannst es auch bei der aktuellen Impulse-Mail, ist da nochmal dieser Link drin. Klick einfach drauf, da ist nichts anderes dabei oder du musst da nichts anderes tun als draufklicken und dann kannst du das E-Book runterladen. So, jetzt das war's für heute und ich sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Bis dahin, mach dir deine Praxis leichter. Tschüss, deine Claudia Henrichs.